Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Dirt Rally. Letztes Mal sind wir ja mit der R2-Kategorie in der Karriere hier gefahren. Und zwar, wenn wir bei Rally reinschauen, hier das Welsh Valley Rally. Ja, okay, es ist ein kleiner Zungenbrecher, aber den sind wir gefahren und ich möchte gern in der Fahrzeugkategorie wieder was Neues kaufen. Wobei, ja, was heißt was Neues kaufen? Wir müssen zuerst hier ein bisschen Rallycross fahren. Hier haben wir das Ganze, denn ich habe keinen Stellplatz mehr in der Garage. Ich brauche wieder Kohle, damit dass ich meinen Stellplatz ein bisschen ausbauen kann. Dementsprechend muss ich da ein bisschen was machen. Und ja, ich stelle noch kurz die Stoppuhr ein, damit dass wir auch schön brav unsere Zeit anhalten können. Und wir gehen hier in den RX2 Cup. Und zwar fahren wir in Frankreich, Portugal und Schweden. Wieder Höllier ist dabei. Aber okay, akzeptiere ich voll und ganz. Ich würde sagen, wir starten hier das Ganze. Sponsoren müssen wir noch alle haben normalerweise. Und wir fahren hier jetzt das. Welche Variante fahren wir hier? Die Junior-Variante. Okay. Die Strecke kennen wir noch nicht. Die ist für uns eigentlich Neuland. Was heißt eigentlich, die ist Neuland. Und ja, ich bin echt schon gespannt drauf. Sieht aber auf jeden Fall schon mal geil aus. So, was müssen wir machen? Für Forge müssen wir erst einen Eindruck schließen. Sieht das Event als erster deiner Fahrzeugklasse ab. Für API braucht man Rennen 1. Gewinne ein Rennen im Event. Für Pier schließe das Event mindestens auf Platz 5 ab. Und für OZ erreiche einmal die schnellste Rundenzeit im Event. Das dürfte normalerweise alles kein Problem sein. Fischhof ist mit dabei und Schmidt. Die zwei sind aus dem deutschsprachigen Raum. Da fehlt die Motorabdeckung hinten. Wollen wir mal, ob wir das Fahrzeug irgendwie verbessern können. Nein, ist alles bereits auf 10. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal am Rennen teil. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. So, natürlich fahren wir die Okay, dann, wenn es konzentriere soweit dich auf die ist. Ampel. Versuch heute einen guten Start hinzulegen. Werde ich machen. Okay, wir brauchen zwei Joker-Runden. Achso, genau, es ist ja ein Neustart. Haha. Achte auf dein Timing. Wegen Fehlstarts musst du eine zusätzliche Joker-Runde fahren. Die Ampel ist rot. Komm, 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 komm. Okay, jetzt werde ich hier entlang geschoben. Ich muss sowieso Die Rennen zweimal die müssen alle Joker Lab prüfen, fahren. ob du dir durch Kurvenschneiden einen Vorteil verschafft hast. Du könntest bestraft werden. Joker-Runde nimmt zum Glück nicht viel. Das heißt, es dürfte sich trotzdem normalerweise fürs Finale ausgehen. Denn wir sind immer noch Zweiter. Aber die Rallycross-Klasse, die geht schon mehr ab hier. Wenn ich hier schaue, 100 Sachen ist ja gar nichts. Und da sind wir Zweiter geworden. Trotz der zweiten Joker Lab. Die Rennkommissare haben entschieden, dich nicht wegen Kurvenschneidens zu bestrafen. Sehr gut. Auch das habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, wir gehen mal weiter. Wir sind jetzt im Finale. Die übrigen sechs Fahrer machen sich den Gewinn des Events untereinander aus. Das ist natürlich schön. Ja, das Rennen müssen wir jetzt gewinnen. Das steht fest. Schmidt und Tischhoff sind beide mit dabei. Also die sind, glaube ich, sogar in meiner Klasse beide gefahren. Schauen wir mal, was wir reparieren müssen.
Wie immer das Ganze hier kontrollieren, dann hier die Standardreparaturen und dann bestätigen wir das Ganze. Jawohl, das möchte ich bitte repariert haben und dann nehmen wir am Rennen teil. Gehe, glaube ich, von Startplatz 4 jetzt ins Rennen. Also ich habe auf jeden Fall einen guten Start im Verhältnis zu den anderen bis jetzt. Achtung bei der Joker-Ausfahrt, es wird knapp mit dem anderen Auto. Also Joker-Lap gefahren und Erster geblieben. Hier, man verliert auch nur 0,4 Sekunden für eine Joker-Lap. Was mich zwar wundert, weil hier kann man schön aus- und langheizen. Schon langsam habe ich die Wagen hier auch draußen. Damit zurückschauen ist da nicht viel, natürlich, dass da hinten der Motor drin ist. So, wir sind bereits in Runde 4 von 6. Alle bis auf derjenige hinter mir haben bereits die Joker Lab absolviert. Schon langsam habe ich den Boliden echt heraus. Jetzt sind wir sogar 4 Sekunden vor dem Zeitplatziert und da muss erst in die Joker Lab gehen. Also es ist eine richtig starke Runde hier gewesen von uns. So, klarer Sieg, da kommen erst der zweite und der drittplatzierte rum. Du kannst zufrieden sein. Das war gute Arbeit. Oh ja, bin ich auch. So, gehen wir mal weiter, holen uns die Kohle ab. Da gibt es natürlich schön was. Rallycross ist gut bezahlt, das wundert mich jedes Mal wieder. ...12.000 haben wir von den Sponsoren gekriegt. Hier nochmal, ja, gut 84.000 dazu. Wir brauchen wieder was, damit wir einen weiteren Stellplatz kaufen können, das wissen wir ja. Und jetzt, deswegen geht es jetzt weiter nach Montelegre. Und ja, ich glaube, da haben wir auch wieder gute Chancen. Zwei Rennen haben wir dort zu fahren. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal weiter. Den Sponsor holen wir uns jetzt dann nach, wenn wir uns die Garage kaufen. Weil ich glaube, dass wir wieder ein World Rallycross Auto dann geschenkt bekommen. Oder halt irgendwas, wenn wir da die Klasse wieder abschließen. Vermute ich zumindest mal. Und wir können jetzt dann auch die 2000er Rallye-Fahrzeuge fahren, ist ja auch geil. So, Montalegre, Halbfinale. Die ersten drei aus dem Semifinale sind fürs Finale qualifiziert. So, die lassen im Endeffekt die Heats weg und nur die, ja, die besseren dürfen sich halt qualifizieren. Finde ich irgendwie schade, ich schließe das Event ohne Fahrzeugbergung ab, das ist auf jeden Fall machbar, also generell. Dürfte das alles kein Problem sein. Wir sind wieder alle drei deutschsprachigen in einem Rennen vertreten. Okay, leg einen guten Start hin und sichere dir ein gutes Ergebnis. Hätte ich vor, so weit. Bereit. Komm, 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 werd grün. So, die Delta Time führen.
Also für die, helft mir schnell, für die Joker Lab sind 2,8 Sekunden. Die Rennkommissare prüfen, ob du dir durch Probenschneiden einen Vorteil verschafft hast. Du könntest bestraft werden. Na gut, ich bin da ausgeritten. Wir hatten eine baldige Bestrafung, gut, damit er so eine zweite Joker Lab oder so fahren könnte. Und schon langsam habe ich es jetzt heraus. Boah, dann nehme ich die Mauer mit. Komm, 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 komm. Ich glaube, ich habe einen Plattfuß. Vergiss das Ganze. Na los. Noch 6 Zehntel, damit wir uns verbessern. Greif weiter an. Zumindest hier ins zweite übers Team kommen. Bei Platz 9 wäre für mich keine Option. Kriege ich jetzt eine Bestrafung oder nicht? Ho, Glück gehabt. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Im Finale sind wir. Die Bowl haben wir zwar nicht. Gut, wir haben 3er-Kollision. Das ist mir relativ wumpe. So, dann würde ich sagen, wir sind hier im großen Finale. Wir müssen natürlich das Fahrzeug reparieren. Das hat einige Schäden abgekriegt. Minuten brauchen wir, ach du Schande, und 1600 kosten das ganze Spielchen hier. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal an Rennen teil. Und wir stehen schon mal nicht ganz aus, das ist schon mal gut. Die Strecke liegt mir zwar nicht ganz so hier in Portugal. Kollegen sind da vorne gleich wieder. Ich habe 3 Leute vor mir, die sehe ich alle. Aber das Ganze ist mir im Grunde egal, denn ich bin mit aufgrund der Joker Lab sowieso ganz vorne. Und staub wieder wortwörtlich das Preisgeld ab. Ja, wobei so schlecht finde ich die Strecke hier gar nicht. Jetzt wo ich sie schon langsam kann, die Variante, geht's eigentlich. Ist hier weit rausgekommen, aber wir sind trotzdem schneller als der Kollege da vorne.
so durchgedrückt. Jawohl. Die Runden ziehen sich hier aber ein bisschen. So, komm rum um die Kurve. So. Zwei Runden noch. Aktuell keiner hinter mir oder nicht wirklich. Von den Kollegen, der aktuell auf 3 fährt, auf 2 fährt, ist eigentlich gar nicht mein aktueller Gegner. So, komm, komm, komm. Bin gleich fertig. So, letzte Runde. So, zweites Rennen, zweiter Sieg. Geil. Zufrieden sein. Das war gute Arbeit. So, dann jetzt haben wir auch genügend Geld, um die Garage zu erweitern. Ich glaube, ein Ziel konnten wir nicht erfüllen, oder? Ja, genau. So, dann, wie viel gibt es Preisgeld? Oh, 77.000 nehmen wir mit, ist auch gut. Geht's auch wieder ein Level up. Knapp nicht, schade. Ja, ich würde sagen, das nächste Mal fahren wir dann das Rennen in Höllias. Dann haben wir auch hier die Rallycross 2 Championship abgeschlossen. Dann können wir auch die Garage dementsprechend erweitern. Und dann können wir auch wieder uns Fahrzeuge leisten. Ich bin jetzt aber raus und würde sagen, das nächste Mal geht's weiter hier in Dirt 4. Bis dahin sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.